Ach ja, ich erinnere mich dunkel an die Kirche. Ja, da haben wir aufgehört. Genau. Das war eine Nacht inklusive eines Morgens mit der ersten Predigt. Wir sind ja jetzt inzwischen auch Pfarrer, Hilfspfarrer. Und also hier haben wir, glaube ich, auch echt verbrannte Erde hinterlassen im Dorf. Also, da haben wir uns auf jeden Fall nicht mit rumbekleckert. Na gut. U-Schütze. Heieiei. So, wir gucken erstmal ganz, ganz normal auf die Karte gleich, wenn ich hier den Abend starte. Ich hoffe, ihr seid alle bereit. Ich hoffe, ihr habt alle Bock, dabei zuzuschauen. Und ja, dann wünsche ich euch und mir natürlich ganz, ganz viel Spaß heute für den Abend und mal gucken, wie weit wir kommen. Also angedacht wieder so, Entschuldigung, der Stream ungefähr so bis, ja, ich peile mal so grob 22:30 Uhr an. Plus, minus, ne? Ihr wisst ja, wie es ist. Wenn wir dann wieder mitten in der Quest stecken oder wieder mitten, oder es gerade so viel Spaß macht, so wie immer, dann überziehen wir natürlich auch gerne. Aber ich peile das jetzt mal so ganz, ganz grob an, dass wir bis 22:30 Uhr machen. Das verschafft mir ein bisschen Luft und ein bisschen mehr Schlaf vor der Nacht. Aber wir gucken mal. So, auf geht's. Ich will euch nicht weiter auf die Folter spannen. So, einmal Karte auf und einmal schauen, was wir jetzt eigentlich zu tun haben. Also, wir sind immer noch in Utschütze. Wir haben das mit der Kräuterhexe gemacht. Wir haben erfolgreich die Nacht rumgekriegt und wir haben auch mehr Infos bekommen über die Story. Beziehungsweise über die Quest, die wir haben, über den Banditenangriff. Und ja, wie ihr seht, wir müssen nach Ledetschko dafür, nämlich Stinker aufspüren. Also wir haben hier so ein paar Zeugen des Banditenüberfalls in Neuhof und einer davon, ja, den hat es jetzt schon erledigt. Und wir haben jetzt noch die Möglichkeit, den in Ledetschko aufzuspüren. Genau, lass uns noch mal ganz, ganz kurz auf die Quest schauen. Wie sieht es denn jetzt aus? Also auf der Fährte, genau, das ist das mit dem Stinker. Vergeltung, das ist alles noch etwas. Ja, gut, das kommt alles ein bisschen da zusammen. Genau, Liebeswerben, wir können mal wieder mal mit. Genau, wir können mal wieder was mit Theresa machen. Die wird sich freuen, wenn die erfährt, was wir in U-Schütze gemacht haben. Die wird gar nicht begeistert sein. Ich hoffe, die wird das nie erfahren. Genau, in Gottes Hand. Ja, da hätten wir eigentlich noch. Die eigentlich hätten wir da noch irgendwie eine Quest gehabt, in Rofna den Vater Simon zu finden. Aber irgendwie hat sich das jetzt erledigt. Ich weiß nicht warum. Das muss ich mir nochmal schauen. Dann Herbarium, genau, das ist auch in Sasau. Ferseschmied ist in Sasau. Ein Freund in Not ist auch in Sasau. Also nach Sasau würde ich ganz gerne auf jeden Fall heute mal. Ja gut, und die Nachtigallenquest und der Schatz. Ach so, und dann haben wir noch ein paar Aktivitäten, aber das ist alles alt. So, das heißt, in Thalberg an sich haben wir nichts, aber ich werde mal jetzt den Schatz noch aktivieren in Dings, dass wir uns den nochmal anschauen. Ein Freund in Not. Ja, okay, das ist alles Sasau, das kommt dann später. Das ist auch alles woanders. Und in Gottes Hand ist auch noch das mit den. Das ist letztendlich auch eine Quest in Sasau. Wobei wir da nochmal Wildfleisch beschaffen müssen dafür. Was war denn in Utschütze? Silberner Pegasus, hast du letzte Woche nicht zugeschaut? Wir haben. Auch gar nichts eigentlich. Wir haben eigentlich überhaupt nichts gemacht. Wir haben eigentlich überhaupt nichts gemacht. Wir waren, wir wollten, ich druck's hier gerade so ein bisschen rum. Nein, also was ist passiert in Utschütze? Ich zeig's mal auf der Karte. Wir haben, mit dem Pater gesprochen und dann sollten wir das mit diesen Frauen machen. Diese Frauen waren ja ein bisschen durchgeknallt. Die haben irgendwelche Drogen genommen und dann haben wir die nachts beschützt und dann haben die uns aber auch mit den Drogen, dann haben die uns aber auch mit den Drogen gefüttert und, dann haben wir aus Versehen zwei Holzfäller umgebracht, weil die uns angegriffen haben in unserer Trance sozusagen. Dann mussten wir es dem Pater beichten und das haben wir wiederum dann gemacht, indem wir den Pater den Tag darauf in der Nacht abends in der Schenke besucht haben, mit dem gesoffen haben und naja, die Nacht war dann auch dementsprechend so ungefähr gelaufen. Es, auf jeden Fall ist die Nacht so verlaufen, dass wir uns dann noch mit dem Vogt geprügelt haben. Wir hatten noch ganz, ganz, ich sag mal so, da gab es noch ein paar schlüpfrige Szenen, möchte ich es mal meinen, in der Nacht mit diversen ja, Tavernenmeiden, würde ich mal sagen. Und am nächsten Morgen waren wir allerdings so betrunken, dass der Pater seine Predigt in der Kirche nicht mehr halten konnte. Und die haben wir dann gehalten.
Also, wir haben dann ausgeholfen. Also, es war eine absolute Katastrophe. Aber wir haben es irgendwie geschafft, nicht zu versagen. Ja, das war unser Auftritt. Das war der Auftritt in Uschütze. Du hast da leider ein bisschen was verpasst. Das tut mir ein bisschen leid. Aber, Silberner Pegasus, ich kann dich beruhigen. Du kannst das alles noch nachsehen. Einfach mal bei YouTube reinschauen. Einfach da mal gucken. Da kommen jetzt nach und nach die Folgen raus. Ich glaube, die erste Folge von dem letzten Stream ist gestern erschienen. Also nach und nach werden jetzt die Woche die ganzen Folgen noch rauskommen. Also gerne mal nachschauen. War sehr witzig. War sehr witzig. Kann ich nur empfehlen. So. Gut. Also, ich wollte nochmal nach Thalberg. Da sind wir ja mal abgehauen. UVU-Zeiten. Wir haben noch ein paar Sachen zu verkaufen. Die wollte ich dann da gerne beim Händler in Thalberg verkaufen. Der hat hoffentlich ein bisschen mehr Kohle. Und dann reiten wir tatsächlich mal nach Scarlett's, weil ich da nochmal diesen Taubenschlag da aufmachen. Ich weiß, Scarlett's ist verloren. Da wird nie mehr was sein. Das Grab unserer Eltern ist da und so weiter. Mal gucken, vielleicht. Es ist immer traurig, aber wir werden das machen. Und auf dem Rückweg von da aus reiten wir nach Sasor, um das hier mal so ein bisschen frei zu schaufeln hier. Wir haben nämlich noch ganz viel hier, was hier dunkel ist, und ein bisschen was davon wollte ich nämlich aufdecken. Also ein bisschen was haben wir vor. Und in Thalberg möchte ich gerne die Frau Stefanie oder wie sie heißt, die Burgherrin, nochmal ansprechen. Die war ja uns ganz nett gesonnen, und vielleicht haben die ja noch irgendwelche Sachen, weil wir ja damals geflohen sind aus Thalberg. Ich würde einfach gerne wissen, ob es da irgendwelche Reaktionen drauf gibt. So, okay, auf geht's. Wie sieht unsere Energie aus? Energie sieht okay aus. Sattheit könnte besser sein, aber ist auch noch okay. Waffen, ja, wir haben einiges, was wir verkaufen wollen. Das haben wir alles im Pferderucksack, wollte ich gerade sagen. Haben wir noch was zu essen? Wir haben eigentlich auch nichts mehr zu essen. Was sagt denn unser Geldbeutel? 147 Groschen. Ah, ist ja nicht schlecht. Ich denke mal, wir finden bestimmt irgendwo was für umsonst, wo wir was essen können. Wir sollten erstmal losreiten. Ach so, bevor wir das machen, bevor uns wieder irgendwelche Leute sagen, dass wir hier. Ja, da gibt es eigentlich keine Reaktion, das stimmt. Hat mir schon mal jemand gesagt. Ich möchte aber trotzdem dahin. So, bin jetzt bockig. So. Nein, wir können das eigentlich ganz gut mitnehmen auf den Weg nach Scarlet's, und wir werden da wahrscheinlich in die Ecke auch nicht mehr so oft kommen. Deswegen, also zumindest glaube ich das. Deswegen habe ich gedacht, komm, machen wir das mal. Jetzt habe ich mich gewaschen, jetzt fängt es an zu regnen, ist ja auch super. Außerdem möchte ich hier einfach mal aus Utschitze raus. Ich habe das Gefühl, wir sind hier nicht mehr so willkommen. So. Nein. Oh, neu. Oh, warte mal. Das muss ich mir aber gleich mal gucken. Neue Spezialisierung reiten. Das kann ich nicht mal ungestuft lassen. Agilität haben wir auch noch. Oh, wir haben noch Punkte zu verteilen, sehe ich gerade. Eieiei. Du kannst im Kampf zur Seite springen. Ah ja, das war das, was ich nicht. Das ist das, was ich meinte, wo ich sagte, wo ich noch nicht sicher bin, was ich davon nehmen möchte. Ob ich Fliegengewicht haben möchte oder nicht. Das finde ich halt auch ganz spannend. Vor allem leichte Rüstung fällt, ist auch irgendwie spannend. Also da muss ich mal gucken. So richtig bin ich noch nicht überzeugt von Agilitätssachen. Aber wir gucken mal bei den Reitgeschichten. Und Kampf haben wir auch noch einen Perk. Was ist denn da los? Haben wir so viel gestern. Haben wir das letzte Mal so wenig gemacht? Blutende Wunde. Oh, du hast bessere Chancen, deinem Gegner im Kampf eine blutende Wunde zuzufügen. Sehr gut. Aha. Das ist natürlich auch nicht schlecht, aber ich finde beides gut. Aber mit der blutende Wunde finde ich besser. Aber wir lernen das mal. So. Und bei Fertigkeiten reiten. Was haben wir denn da noch? Aufgestacheltes Pferd. Ist dein Pferd verletzt, so ist es schneller. Fest im Sattel. Oh, das ist gut. Oh. Oh, das ist gut. Fest im Sattel ist super, und wetterfühlig finde ich auch. Scheut allgemein etwas weniger, bei Unwettern dafür jedoch deutlich mehr. Ja, die Frage ist natürlich, haben wir Unwetter? Vielleicht irgendwann, aber das Fest im Sattel finde ich gut. So. Agilität lassen wir. Und noch mehr Fertigkeiten? Was haben wir denn hier alles noch für Sachen hier? Trinkfestigkeit. Ach ja, wir haben ja auch ganz schön viel gesoffen. Stimmt ja. Da war ja was. Da war ja was. Biertrinker. Oh Gott, Bier ist 50% schwächer, sodass du mehr davon trinken kannst. Wein hingegen ist doppelt so stark. Unter dem Einfluss von Alkohol zittern deine Hände 45% weniger und deine Fertigkeit Bogen ist um 2 Punkte erhöht. Oh Gott. So, sind wir Biertrinker oder sind wir Weintrinker? Chat, was sagt ihr? Ich bin indifferent. Ich trinke beides gerne privat.
Zusammen soll man ja nicht. Bier auf Wein, lass das sein. Wer kennt's nicht? Was sagt ihr, Chat? Bier oder Weintrinker? Grundsätzlich werden wir wahrscheinlich mehr in irgendwelchen Tavernen Bier trinken, ne, als in den hohen Hallen Wein. Und dann kommt bestimmt irgendwie wieder so eine Hans Capone Mission, wo wir um die Wette trinken müssen und dann haben wir Wetten mit Wein trinken das besser gemacht. Ach, das ist aber auch immer schwierig. Chat ist auch indifferent. Gut. Okay, komm, dann machen wir uns zum Biertrinker. Wahrscheinlich falsch, aber egal. Ich glaube, wir sind eher der Biertrinker. So. So, gut, dann haben wir das auch. Fertigkeiten, Werte lassen wir noch mit Vitalität. Aber ich muss sagen, unsere Werte gefallen mir schon ganz gut langsam. Perfekt. Okay. Ja, schönes Wetter übrigens. So. Dann auf nach Thalberg. Wir müssen mal schauen, wir müssen reiten. Wir müssen, glaube ich, einfach nur da, wo wir das letzte Mal in Richtung Kräuterhexe abgebogen sind, einfach den Weg folgen, dann kommen wir eigentlich direkt dahin. Und dann kommen wir eigentlich auch schon von Norden her oder von Nordosten her an das Tor heran. Das ist doch gut. Da sind bestimmt auch keine Banditen auf der Straße, hier in dem Waldstück. Da sind ja immer besonders nette Menschen, wissen wir ja inzwischen. Niemand möchte uns was zuleide tun. Wobei im helllichten Tag, finde ich, geht das teilweise sogar noch. Und in dem Wald ist es tatsächlich, habe ich das noch nicht gehabt, auch wegen der Kräuterhexe, da war nichts eigentlich. Über die beiden Holzfäller verlieren wir mal kein Wort, die wir da aus Versehen umgebracht haben. Übrigens, wir wussten zu dem Zeitpunkt nicht, dass es Holzfäller sind, das möchte ich noch mal betonen. Wir hatten absolut keine Kenntnis darüber, das waren irgendwelche Pöbel, die uns da angegriffen haben. Die uns, glaube ich, aber auch nur vor sich selbst schützen wollten. Oh. Irgendwie habe ich das dumpfe Gefühl, dass uns hier was blüht. Warum ist denn da der Baum gekippt? Na gut. Wir untersuchen das mal nicht genauer. Koji, bist du da? Fragezeichen. Oh, Unfall. Unfall ist immer gut und schlecht, aber hier ist, glaube ich, nichts weiter da. Nur ein Karren. Und da ist erst ja schon Thalberg. Ach, wie schön. Im guten alten Thalberg. Immer wieder schön, das Spiel zu sehen. So, können wir da jetzt einfach reinreiten? Da bin ich mal gespannt. Das würde mich mal interessieren. Ah ja, guck mal, die Tore sind auf. Wunderbar. Nicht stoßen einmal. Danke. Niemand umreiten. Guck mal, jetzt kommen wir hier mit... Das letzte Mal sind wir als geschundener Flüchtling hier angekommen. Und jetzt kommen wir hier als... Mit Pferd. Mit Schärpe auf dem Pferd. Ja, genau. Ha, guck mal, ich bin der Junge aus Galitz. Ja, ja, das bin ich. Warte einen Moment. Warte, ich will mit dir reden. Na dann mal los. Dann red mal mit mir. Du bist der junge Bursche, der hier halbtot aus Galitz ankam, nicht wahr? Mhm. Genau der. Wieso fragst du? Die Burgherrin hat nach dir gefragt. Sie will dich sprechen. Ah, ich werde gleich zu ihr gehen. Danke. Tu das. Lass sie nicht warten. Geh wohl. So, guck mal. Da haben die von wegen, hier gibt's nichts. Chat. So, wir wollen aber erstmal, bevor wir das machen, zum Händler gehen. Ich habe nämlich einiges zu verkaufen. Dorfbewohner, wen haben wir hier? Dorfbewohner. Ist die Küchenmarkt noch hier? Guck mal, das ist die Dorf, die Köchin. Kennt ihr uns noch? Grüße. Was benötigst du? Ach ne, okay, das ist egal. So, hat denn der Händler überhaupt Geld? Das ist die Frage. Wir gehen gleich mal zu der Herrin. Hier war doch irgendwo auch der Händler. Ich glaube, hier war der saß immer hier, genau. Hat der denn Geld?
Gott sei mit dir. Handeln. Können wir handeln? Wenn du Geld hast. Ich frage eher, ob du Geld hast, weil ich was verkaufe. Okay, der hat 93, der vom, das Vermögenscenter. Also ein bisschen was könnten wir da verkaufen tatsächlich. Hat er irgendwas, was wir kaufen wollen? Billigen Wein. Nein, jetzt haben wir uns für Bier entschieden. Der hat noch Dietriche. Ich glaube nämlich, unsere sind nicht mehr viel, ne? Wir haben nur noch einen einzigen. Ne, wir haben 20. Wo haben wir denn 20 Dietriche her? Hä? Okay. Ich frag nicht, wo wir die 20 Dietriche her haben. Man weiß es nicht. Gut, dann können wir ein bisschen was davon verkaufen, was wir hier in unseren Satteltaschen haben. Lass uns mal zumindest die Schwerter nehmen. Die sind nämlich einigermaßen schwer. Wir haben noch Rüstung eher. Guck mal, wir haben noch einige Sachen hier zu verkaufen. Leisetreter. Okay, also lass uns mal versuchen, ein bisschen was davon. Zwei Dornkeulen. Ein Knüppel, ein Sachs. Wir werden wahrscheinlich nicht mal alles bei dem verkaufen können. Ja, keine Reaktion darauf, dass du abgehauen bist. Okay, Silberpegasus, also du hast recht. Aber ich wurde angesprochen. Und ich bin der Junge aus Scarlet. So, Votava. Können wir handeln? Ja. Wenn du Geld hast? Hab ich. Ich habe was ähnliches wie Geld. So, ich möchte ein bisschen was verkaufen an dich. Gerne die Dorncoin. Gerne beide. Die Knüppel. Das Sachs. Du erhältst 39. Ach guck mal, so viel kriege ich dafür gar nicht. Hätte ich auch noch mehr verkaufen können, ne? Hm. Gut, wir wollen aber noch ein bisschen feilschen. Na, jetzt habe ich das verkauft. Na Gott, egal. Gut, dann können wir noch mal gucken, dass wir ein bisschen mehr von der Rüstung noch verkaufen. Wir sind ja richtig vermögend inzwischen. Ich bin ja begeistert. Wir hatten, glaube ich, noch nie so viel Geld. Kuji ist da und wunderwert, die Alerts scheinen heute mal zu funktionieren. Das ist ja Wahnsinn. So, Hasenfleisch wollen wir natürlich nicht verkaufen. Das wollen wir noch abgeben. Ja, und das ganze Ledergedöns will ich, glaube ich, auch nochmal lassen. Ja, schön, dass du da bist, Kuji. Ich habe am Anfang des Streams schon gesagt, ich war gestern mal im Auszeitmodus. Deswegen war ich gestern nicht anwesend. Ich hoffe, du verzeihst mir das ein bisschen. Dass ich gestern bei dem Stream nicht mal im Lurk war. Ich habe das mal komplett. Können wir handeln? Komplett. Wenn du Geld hast. Links liegen gelassen. So, Rüstung. Das grüne Hemd natürlich nicht. Die leichte gepolsterte Rüstung verkaufen wir. Die leise Treter, wobei die. Doch, die kann ich noch verkaufen. Und einen von den roten Kapuzenschalen. Na siehste, Koji, da dann. Du erhältst 55, Vermögen des Händlers. Ah, Mann. Na komm, dann lassen wir den roten Kapuzenschal nochmal da. Und dann nehmen wir ihm sämtliches Geld ab. Oder wir kaufen noch was bei ihm. Ich weiß bloß nicht was. Es ist jetzt nichts da, was wir irgendwie brauchen. Verbände vielleicht, aber drei Verbände kaufen ist auch Quatsch. Bisschen was zu essen, das brauchen wir auch nicht. Ist alles Quatsch. Ne, wir lassen das so. Wir gehen einfach in den Warenkorb. Ja, jetzt kann ich aber nichts mehr verkaufen, was? Warenkorb prüfen. Achso. Genau, und dann bitte einmal. Ach komm, der hat eh nichts. Was soll ich jetzt mit dem groß falschen Handel abschließen? Zack. Wir verbessern unseren Ruf. Ja, sehr schön. Ich hoffe, dir geht's gut, Koji. Du hast bis jetzt eine schöne Woche gehabt. Freunde, mal ganz, ganz kurz. Nur mal ganz kurz zum Genießen. 239 Groschen. Und wir haben immer noch Leder, was wir verkaufen können. So. Aber, wo gibt's denn jetzt hier mal was umsonst zu essen? Ist der Käse eigentlich noch hier? Das würde mich ja mal interessieren. Nee, ich habe hier, glaube ich, alles weggenommen, was hier mal war, ne? Oh Mann. Doch, stehlen. Ich kann immer noch Käse stehlen hier. Kann man auch aus dem Topf essen hier? Man kann aus dem Topf essen. Könnten wir eigentlich mal, ne? Sehr schön. Und dann gehen wir mal zu der guten Lady Stephanie.
Herrin Stefanie ist sie ja. Gott schütze dich. Kann ich dir helfen? Was? Ich hörte, du willst mich sprechen. Ich hörte, du willst mich sprechen, Herrin. Das stimmt. Du musst mir bei etwas helfen. Was kann ich tun? Meine Base, die junge Sophie, wird bald heiraten. Für sie beginnt ein neues Leben und ich will, dass sie einen herrlichen Tag hat. Ich brauche ein paar Geschenke für sie und du wirst sie für mich beschaffen. Herrin, aber warum ich? Ich würde ja den Kämmerer damit betrauen, aber er besitzt keinen Funken Geschmack. Ach, und wir schon? Ausgeschlossen. Und es heißt, dass du dich jeder Herausforderung stellst. Ist es nicht so? Ja, komm, sie war ja auch nett zu uns und ach ja, es wäre mir eine Ehre natürlich. Es wäre mir eine Ehre, Herrin. Hole folgende Dinge für mich ab. Ein Diadem aus Sasau, erlesenen Wein von einem Händler in Ratai und ein Pferd aus den Uschitzer Ställen. Oh Gott, ich sehe schon wieder. Das ist schon wieder so eine richtige Aufgabe. Wir waren doch gerade schon in Uschitze. Okay, wo genau finde ich denn den Wein? Wo genau soll ich den Wein abholen? Bei Konrad Hagen in Ratai. Er ist der Einzige in der ganzen Region, der einen wirklich guten Tropfen beschaffen kann. Das ist der eine Händler, den kennen wir schon. Ich weiß, wovon ich rede. Hier, bitte. Das sollte ausreichen. Und was ist mit dem Diadem? Und was ist mit dem Diadem? Ich habe es in Sasau in Auftrag gegeben. Aber nun hat man mir geschrieben, dass es länger dauert. Wie stellen die sich das vor? Die Hochzeit steht bevor und ich brauche das Diadem. Besuche Meister Jerome von Schlesien und hol es ab. Meister Jerome, okay. Und was mit dem Pferd? Du sagtest, ein Pferd. Wir wissen, wo der Stall ist in Uschitze. Richtig. Ein wundervolles Tier. Warte nur, bis du es siehst. Dietrich wollte es selbst herreiten, aber er wird sich noch das Genick brechen, wenn ich das zulasse. Du hingegen, so jung und voller Kraft. Das ist übrigens die Herrin Stefanie, die uns die ganze Zeit schon angeflattert hat, ne? Ja, natürlich, ich werde alles erledigen. Wein, ein Pferd und ein Diadem. Das schaffe ich. Hab Dank, Heinrich. Ob das wohl der Apfelschimmel ist, den wir das letzte Mal eingefangen haben? Hier genauso vertrauen. Was soll ich nochmal für dich tun? Ja, das wissen wir inzwischen. Ja, klar. Also, Uschitze in den Ställen, da waren wir nämlich... Ach, siehste, den Schimmel. Also ist das wahrscheinlich wirklich der Schimmel. Ja, genau. Ratai, wir wissen, den Händler Konrad kennen wir. Und in Sasau. Jetzt ist die Frage. Gibt es dafür ein Zeitlimit? Ja, nein oder vielleicht? So, Koji, was hast du alles geschrieben? Ach, Quatsch. Blablabla. Ich wollte vorhin echt noch... Ja, okay, Imona, okay. Komme ich wieder zu nichts. Kenne ich irgendwoher, dass man zu nichts kommt? Dafür habe ich mir dann nochmal die Bremspunkte-Kurve angeschaut. Ja. Wenn du willst, Speedy hat am Montag ein Rennen auf Imola. Und er hat das gestreamt. Das kannst du, glaube ich, bei ihm bei Twitch noch nachschauen. Nur mal als kleiner Tipp. Da kannst du auch noch ein bisschen sehen, wie er da gefahren ist. Und er ist gar nicht so schlecht gefahren. Also man kann da ein bisschen was ablesen, glaube ich. So. 364 Groschen, wir sind so reich. Hä? Hatten wir nicht gerade noch 239? Also irgendwie vervielfältigt sich hier unser Geld. So, jetzt müssen wir uns mal einen Plan schmieden. Was machen wir jetzt? Reiten wir jetzt? Also ich hätte ja gedacht, dass wir das anders machen. Wir werden jetzt... Wir müssen ja eh auch für den Wein nach Ratai. Also ich würde sagen, wir bleiben bei dem ursprünglichen Plan. Und ziehen jetzt über Rovna, Skalitz, Sasau. Da haben wir einiges zu erledigen wieder. Ledetschko, Ratai. Und auf dem dann auf dem Rückweg, wenn wir Wein und das Diadem und so weiter geholt haben, holen wir dann noch das Pferd und dann ab nach Thalenberg zurück. Ich denke, das ist ein Plan, oder? Das werden wir natürlich alles nicht heute schaffen. Aber bevor wir jetzt wieder zurückreiten und so weiter... Und ich würde tatsächlich wirklich gerne nochmal diesen Weg hier von Skalitz nach Sasau freischalten. Weil da ist doch bestimmt 100 Pro auch noch irgendwo ein Dorf hier, was wir noch nicht kennen. Und die Straße hier war eigentlich immer relativ sicher. Ah, hier steht natürlich nichts mehr in Rovna, ne? Naja, mal gucken. Okay. Gut, wünscht mir Glück. Wir trinken auf jeden Fall nochmal eine Runde Retterschnaps jetzt hier vor. Oder wir können irgendwo... Wir könnten noch einfach irgendwo eine Stunde im Bett schlafen. Gibt's noch mal irgendwo Quest, oder? Der zeigt mir die ganze Zeit irgendeine Quest an, ja.
Was zeigt denn der mir hier für eine Quest an die ganze Zeit oben? Wahrscheinlich doch nicht etwa die hier, oder? Ihr seht das? Ach, ist das ein Stern oder was soll das sein da oben im Kompass? Na gut. So, eine Sache will ich aber nochmal machen. Ich will nochmal gucken, ob der Herr von Ratai hier ist, der... Ach, guck mal, es regnet jetzt auch. Wir sollten jetzt eh nicht raus. Ob der, ich weiß gar nicht, wie hieß er denn nochmal? Ah, der ist nicht hier, ne? Der ist in seinem Gemächern wahrscheinlich. Ja. Hohe Stufe, da kann man natürlich nicht rüberspringen. Der hat sich bestimmt gerade genauso die Zehe gestoßen wie ich heute vom Stream. Der war doch hier die ganze Zeit. Ist der an uns. Ist der nicht vorhin an uns vorbeigelaufen? Das ist bestimmt hier oben, ne? Das ist bestimmt in seinen Gemächern. Das ist der Kämmerer. Ist der hier? Schloss knacken schwer. Ne. Hier oben sind ja seine Privatgemächer, ne, gewesen. Gut, in dem Zimmer ist er nicht. Hey, was in drei Teufelsnamen glaubst du, was du da machst? Was ich da mache? Ich gucke nach deinem Herrn. Ah, guck mal, er ist in der Kapelle, natürlich. Herr Divisch, da ist er doch. Der Herr sei gepriesen. Was führt dich zu mir? Ich hoffe, in deinem Lehen ist alles in bester Ordnung. Gott mit dir, Herr. Ich hoffe, in deinem Lehen ist alles friedlich. Friedlich? Wohl kaum in diesen Zeiten. Aber im Moment macht mir die Politik mehr Sorgen als der Krieg. Na, er ist doch eigentlich ganz geschult. Das Kloster hat den Einkauf von Stein und auch den Bau insgesamt gestoppt. Sie behaupten, dass es an der Qualität der Steinblöcke liegt. Aber das glaube ich nicht. Irgendwas ist da faul. Für mich sieht das eher nach Geschäftemacherei aus. Dieses Kloster, ne? Das ist doch das, was in Sasau gebaut wird. Also, wie gesagt, die sind mir da sowieso sehr unsympathisch, die Leute da in dem Kloster. Wir haben die ja schon kennengelernt, auch diesen, wie heißt er nochmal? Den Küster oder sowas, der uns da um einiges Geld leichter gemacht hat, damit er da ein bisschen Vorräte für die Verletzten locker gemacht hat. Was ist denn nicht in Ordnung mit dem Stein? Angeblich gab es einen Unfall. Ein Stück soll losgebrochen sein und jemanden erschlagen haben. Aber der Steinbruchmeister schwört, dass das unmöglich ist. Er sagt, er schickt nur die besten Blöcke und ich glaube ihm. Er ist ein verlässlicher und erfahrener Steinmetz. Ja, was will man da wohl im Kloster damit erreichen? Ach Mensch, Heinrich, sei doch mal nicht so naiv. Was wollen die Mönche mit ihrem Verhalten erreichen? Den Preis drücken. Ja, also als ob... Obwohl sie schon Mann, so wenig Heinrich. Bezahlen müssen. Und dann bezahlen sie nicht einmal pünktlich. Oder schlimmer. Schlimmer? Du meinst, sie werden gar nicht mehr bezahlen? Gut möglich. Sie wollen aus dem Vertrag aussteigen und einen noch günstigeren Steinbruch finden. Und die angeblich schlechte Qualität des bisherigen Steinbruchs soll das rechtfertigen. Und befasst sich jemand mit dem Problem? Nun, mein Kämmerer sollte sich damit befassen. Aber er hat nichts weiter getan, als dem Kloster einen Brief zu schicken. Er meint, sie unter Druck zu setzen, könnte sie provozieren. Gibt es denn sonst nichts, was getan werden kann? Ich weiß nicht. Ich denke über einen etwas direkteren Ansatz nach. Auf dem Ohr ist mein Kämmerer jedoch taub. Er wird bloß weiter in höflichen Briefen salbadern und hoffen, dass es etwas bewirkt. Oh, Heinrich ist aber auch so ein richtiger Caretaker. Überall einmischen und alles immer helfen. Nee, das machen wir natürlich. Ich könnte doch helfen. Ja, klar. Aber du stehst ja nicht einmal in meinen Diensten, Heinrich. Ich diene Herrn Ratzig und er weiß, dass er sich auf mich verlassen kann. Denn ich enttäusche ihn nie. Wohl wahr. Du willst also nach Sasa und dich wegen der Steine umhören? Unbedingt möchten wir das machen. Ja, ich erledige das. Gut. Befrag die Mönche zu der Sache mit dem Stein und spitze die Ohren. Vielleicht reden sie ja über einen anderen Steinbruch. Ich tue mein Bestes. Ich hoffe, sie reden mit mir. Keine Sorge, du stehst in meinem Dienst. Erinnere die Leute gern daran. Wohl. Bloß gut, dass wir Herrn Dübisch nochmal angesprochen haben nach einer Aufgabe, weil wir so wenig haben. Oh Mann, Alex. Echt.
Okay, gut. Gut, dann gucken wir nochmal ins Questlog. Also, diese ganze Sasau-Geschichten, die nehmen wir erstmal raus. Wie gesagt, das machen wir dann alles, wenn es dann soweit ist. Genau, auch dieses zu Diensten, meine Herren, das nehmen wir auch erstmal raus. Da müssen wir als erstes ja auch nach Sasau. Wir kümmern uns erstmal um den Schatz. Wir kümmern uns erstmal um den Schatz. Und reiten nach Scarlet's. Wir wissen ja, wie wir nach Scarlet's kommen. Wir müssen einfach nur dem Weg folgen. Hier ist noch irgendwas, was wir nicht entdeckt haben. Ist das hier so ein... Oder es könnte auch ein Gerber sein. Bei dem unerforschten Ort. Lass uns da nochmal hinschauen. Wenn das nämlich ein Gerber ist, könnten wir da eventuell das ganze Leder verkaufen. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Damit unsere Taschen wieder leer sind. Da schaue ich doch mal. Komm mal her. War nett mit euch. Gut, dass ihr auch nicht nachtragend seid. Dass ich damals geflohen bin. So, wie kommen wir denn da jetzt rüber? Müssen wir da den Hügel hoch, ne? Wenn ich das richtig sehe. Ja, genau, das ist hier den Hügel hoch. Das heißt, da über die Brücke. Erste oder zweite links. Ich brauche echt so ein Pferdenavigationssystem. Das wäre schön. Da hat Koji weniger Probleme bei Far Cry. Da gibt's sowas schon. So, das ist die erste. Zweite links. Und dann den Hügel rauf. Perfekt. Bitte lass das ein Gerber sein. Gerber sind doch immer weit außerhalb von Dörfern. Dadelmatz, ja, wunderschönen guten Abend. Ja, Pferdenavi, genau sowas brauche ich. Hast du eins zufällig da? Werde mich... Ach, guck mal. Ich bin aber auch, ne? Also inzwischen Mittelalter-Profi hier. Das sieht mir doch nach einer Gerberei aus. Ein Jäger. Der will bestimmt auch Fälle haben. Dadelmatz, einen wunderschönen guten Abend. Viel Spaß hier bei uns und schön, dass du da bist. So. Wildhüter Nikolas. Erstmal gucken, ob wir mit dem überhaupt handeln können. Guten Tag. Lass uns handeln. Wie fährt er denn an Geld? Vermögen des Händlers, 200. Alles klar, alles klar. Ich kaufe mir jetzt hier einiges. Jetzt wird einiges verkauft. Pferd. Nee, Reitzeug, Inventar. So, Hirschleder. Ins Inventar. Alles. Hundeleder. Ins Inventar. Alles. Kuhleder. Pferdeleder. Alles. Und auch bitte alle Schafsleder. Zack. Hallo an alle mit guter Laune. Wir haben hier alle gute Laune, Dadelmatz. Wir haben hier alle gute Laune. Noch. Bis Heinrich das erste Mal stirbt. Okay, wir verkaufen jetzt das ganze Hirschleder. Übrigens, das Hirschleder haben wir natürlich alles selbst erworben. Wir haben nirgendwo was geklaut. Ich möchte das hier nochmal ganz betonen. Ja, so viel. Ich dachte, man kriegt mehr dafür. So krass. Jetzt auch nicht, ja gut, also ein bisschen was ist es wert, ne? Aber wir sind schon richtig verwöhnt geworden. Das behalten wir natürlich alles. Was hat denn der hier, was kann man denn bei dem kaufen? Die Kunst des Aufbrechens. Ich bekomme deinen Stream leider etwas abgehakt, weil da ich nehme ja Age of Empires 3D oder 3 installiere. Ich bin am überlegen, mir Kingdom Come Deliverance zu besorgen. Das ist ja eine fröhliche, spontane, überaus heitere Stehgreifsendung. Ja, das stimmt. Ja, das wird ja schon. Du wirst ja den nicht ewig runterladen, das Spiel. Du, hier gibt's hier gibt's ein paar sehr erfahrene Spieler, wie zum Beispiel Silberner Pegasus und andere, die das Spiel schon durchgespielt haben. Die können dir das auf jeden Fall empfehlen. Ich kann es dir auch empfehlen, aber ich sag dir eins, der Frustfaktor kann schon recht hoch sein. Was macht denn die Kunst des Aufbrechens? Ein Fertigkeitenbuch zum Thema Jagd. Nee, das möchte ich nicht. Wie kostet denn das ganze, der ganze Spaß? 46?
Ach, definitiv. Ja, alles klar. Ich bin unwissend. Armschienen mit Rüstung 10. Ja. Was haben denn unsere Armschienen? Jagdhandschuhe mit Rüstung 5. Ich glaube, unsere sind... Wir haben doch auch Armschienen, oder? Aber Armschienen, das sind die gleichen. Okay, da haben wir also... Und die Jagdhandschuhe sind auch die gleichen. Gut, dann verkaufen wir das alles nur. Aber diesmal feilschen wir auch, weil... Das ist ein bisschen mehr Geld. Den Preis. Ist gut. So, er gibt uns 74. Ich möchte aber gerne mal 80 versuchen. Ja, bei dem Betrag kommen wir zusammen. Oh, wow. Ich kann schon viel zu gut feilschen. Ich hätte noch viel mehr rausholen können. Freunde, 444 Groschen. Oh Mann, wir dürfen nie beklaut werden. Alles klar. Dann haben wir den Jäger getroffen. Dann würde ich sagen, auf zum... Auf nach Rofna bzw. Scarlet. Und ich wette, wir sollten bei dem spätestens bei dem Steinbruch, werde ich mal einen Retterschnaps zu mir nehmen. Weil ich ein bisschen Schiss habe, dass dann Rofna und Scarlet immer noch die krassesten Banditen rumhängen. Und wir da wieder einen auf die Mütze bekommen. Geht's eigentlich da lang? Ach, da geht's dann auch ins Dorf runter, okay. Deswegen werde ich mir da nochmal einen Retterschnaps reinziehen. Aber grundsätzlich, zu deiner Frage, Dadelmatz. Also grundsätzlich kann man das Spiel spielen. Es macht unfassbar Spaß. Wenn du auf Mittelalter stehst, auf Immersion, auf realitätsgetreues Mittelalter, auf schwere Kämpfe. Ja. Alles ist deutsch, alles ist mit deutschen Untertiteln. Da ist nichts, also du kannst alles ganz normal auf Deutsch spielen. Du brauchst hier nicht keine Englischkenntnisse in dem Spiel. Und also wenn du richtig Bock auf Mittelalter hast, auf eine coole Story, auf auch Witz, auf Humor, auch mal witzige Momente, auch mal frustrierende Momente, du kannst deinen Charakter hier sehr rollenspielmäßig spielen. Du kannst aber auch deinen Charakter sehr, ich sag mal, als Dieb spielen, also du hast da viele Möglichkeiten. Also, wenn du sagst, wenn du auf, also, aber der ausschlaggebende Punkt sollte in dem Fall wirklich sein, ob du Bock auf realitätsnahes Mittelalter hast, mit einem gewissen Frustfaktor bei den Kämpfen. Das kann ich dir sagen, das ist nicht das Einfachste. Aber ansonsten, klar. So, wir können uns einmal eine. Wir können uns einmal unseren letzten Retterschnaps, dann heißt, wir müssen dann nochmal im Zweifel welchen kaufen irgendwann. Aber nützt ja nichts. Dann haben wir jetzt einmal gespeichert und falls wir jetzt irgendwie draufgehen auf dem Weg dahin, dann haben wir das zumindest mal hier gespeichert. Achso, und es gibt bei dem Spiel auch einen Hardcore-Modus. Den spielen wir jetzt hier nicht. Aber man kann sich das auch noch schwerer machen, als das Spiel eh schon ist. Meines Erachtens. Mal gucken, ob wir in den Genuss eines Kampfes kommen, dann kann ich dir zeigen, was ich meine. Was das Spiel so unglaublich schwer macht. Aber es ist vielleicht auch nur eine Frage der Übung. Ich bin halt auch nicht besonders skillvoll in den Kämpfen. Deswegen kann ich dir da auch gar nicht so viel helfen.